sehr gut. Shift Happens. Shift Happens. Das ist die Rubrik, wo wir jedes Mal wieder was Neues zeigen wollen. Also sprich, das, was jetzt gerade besonders interessant passiert ist in dem Thema. Und da gibt es meist gute und auch mal schlechte Sachen und so weiter. Das heißt, wir versuchen hier auch, weil wir alle 2 Wochen dabei sind, immer so ein paar Sachen hochzuhalten. Möglicherweise wird das dann auch, wenn wir zum Beispiel einen Gast haben, dann auch mal in der Tiefe diskutiert. Das finden wir einfach gar nicht schlecht, damit das nicht immer so eine Grundsachdebatten wird. Jetzt ist es natürlich die Natur der Sache, dass auch immer ein bisschen Doomscrolling dabei ist. Wir kommen nicht drum rum. Also bis die Klimakrise gelöst ist und die ganze Nachhaltigkeitsproblematik und so weiter, werden wir immer wieder Sachen haben, die uns belasten. Aber gemeinsam kommen wir natürlich. Human sagt sogar, lass die Leute mit ihrer Hysterie allein. Ja. Mutwagen. Also das ist ja das alte... Da passt das hier perfekt. Der aus ihm spricht. Da passt das hier perfekt dazu. Das ist eine Sache. Also ich gehe da ein bisschen schneller durch, damit wir auch zu den anderen Teilen auch noch kommen. Das hier zum Beispiel aktuelle oder relativ aktuelle Meldung. Das ist genau das, was wir vorhin hatten. Das ist genau das, was wir auch in Indien gesehen hatten und auch das Thema Hunger und so weiter. Du hattest vorhin Somalia als Stichwort schon genannt. Ja, es gibt jetzt halt eben Teile, da lebt halt nichts mehr. So, also Menschen müssen dann daraus weichen. Und das ist auch dieser Zug in die Städte, von denen du vorhin schon angekündigt hast und so. Das ist das, was jetzt heute passiert. Und wenn die da erstmal da sind, dann kommen sie auch nicht wieder zurück. Also es ist auch so etwas, was man auch sieht, wenn Landstriche erstmal verloren sind, die wieder zu renaturieren, ist dann wirklich sehr, sehr schwer. Weil das eben halt nicht einfach funktioniert. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, ich fliege jetzt mal um und dann läuft das wieder, sondern da braucht es dann wieder ein ganzes Ökosystem. Das heißt, die Tiere, die müssen dann direkt was zu fressen finden und so weiter. Da müssen dann wieder andere mit denen interagieren und so. Das ist halt irgendwie künstlich zu schaffen, gar nicht so leicht. So. Und dann insbesondere da nicht, wenn das die ärmste, eine der ärmsten Regionen der Welt ist. Das heißt, also hier sehen wir jetzt schon, wo es richtig knallt. Positiv ist aber das hier. So, jetzt könnt ihr, daran können wir es hochziehen jetzt. Yay. Oh, so, was? Jetzt, jetzt läuft einer ein. So, warte. Pass auf. Und zwar, es hat tatsächlich so ein paar politische Entscheidungen gegeben, die ganz spannend sind. Und zwar Mitte des letzten Monats hat die EU ein bisschen was entschieden. Und zwar RED III, also Erneuerbaren Energienrichtlinie. Und da sind halt verschiedene Sachen entschieden worden. Einerseits halt eben das Holz zum Beispiel jetzt kein nachhaltiger Brennstoff mehr ist, hängt damit zusammen, dass natürlich klar ist, dass es regenerativ ist. Es ist also ein Brennstoff, der nachwächst, nicht so wie Öl, was nicht nachwächst. Aber das Problem ist, wenn du ihn verbrennst, dann hast du wieder dadurch CO2 emittiert. Und in der Regel war Holz ja auch mal ein Baum, der CO2-Senke war. Das heißt, damit ist es wieder nicht nachhaltig, weil du dir an der einen Stelle trotzdem wieder ein bisschen den Fuß absägst. Da hat die EU jetzt gesagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube, in den nächsten 2-3 Jahren wird das beendet. Und was aber noch viel wichtiger ist, und das ist ja genau der Punkt, von dem du gesprochen hast, auf den wir dann auch noch eingehen, nämlich hier supranationale hier Koordination von Anstrengungen in der Transformation. Das ist ja dieses, wann wollen wir denn was erreicht haben? Und das beginnt halt erstmal mit einem Ziel. Und die EU hat gesagt, bis 2030 möchte die EU 45% des gesamten Stroms durch Erneuerbare haben. So, das ist schon richtig krass. In Deutschland ist das jetzt schon fast erreicht. Wir haben halt eben viele, wo halt Erneuerbare schon großen Anteil haben. In Skandinavien ist das schon lange durch. Aber dann gibt es halt eben auch andere Länder, wo das noch nicht der Fall ist. So, und da wissen wir genau, da fließen jetzt halt eben politische Entscheidungen, da fließt dann auch Geld und hoffentlich mit der richtigen Oversight dann irgendwie auch die richtigen Dinge dann dahin. Und damit kommt dann Bewegung ins Laufen. Weil wir haben ja vorhin diese Grafik gesehen mit diesem Pfeil, der so gehen sollte, aber so geht. Das ist genau der Punkt, der hier den Wendepunkt bringen soll. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das ambitioniert genug? So, müsste da nicht noch viel mehr dahinter sein? Es geht hier ums nackte Überleben. Ja, müsste eigentlich so. Aber das möchte man noch nicht und über die Gründe sprechen wir noch. Das zweite ist das hier das Energiesicherungsgesetz. Das ist das, was hier in Deutschland vor kurzem rausgekommen ist. Bestimmte Formen von erneuerbaren Energien sind mit Kontingenten versehen. Also sprich, da gibt es dann so Grenzen, bis wie weit man einspeisen darf und so weiter. Das hat man jetzt verändert. Und gleichzeitig hat man sich auch hier neue Ziele gesetzt. Das heißt, man möchte halt eben wesentlich stärker zubauen als bisher. Gleichzeitig hatte man Anfang des Jahres ja auch schon gesagt, Windenergie ist eine Industrie von, wie sagt man, landesweit oder bundesweiter Bedeutung oder so. Also man hat dann eben das Ganze nicht nur sprachlich aufgewertet, sondern gesagt, okay, das sollte Vorrang haben. Und damit kann das dann eben auf in anderen Rechtsakten dann eben auch anders behandelt werden. Was jetzt tatsächlich daraus wird, also erstmal sieht man hier viel Ambition, aber was denn jetzt konkret sich dann nach Ende
transferiert dann in Wirklichkeit. Das wird man jetzt in den nächsten Monaten ablesen können. Aber das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Gerade wenn man so, wenn man so ein bisschen so hört, wenn man so Leute kennt, die selber so ihr eigenes Solarkraftwerk irgendwo stehen haben, also sprich Panel irgendwo stehen haben, die dann irgendwie traurig sind, dass sie A, Steuern drauf zahlen müssen und Netzwerkentgelte und dann irgendwie ist das ganz schwierig und kompliziert und man muss dann hier Anträge stellen und oh, alles so ätzend und so. Oder wer jetzt halt eben 8 Jahre wartet darauf, dass seine Windmühle irgendwie auf seinem Feld stehen darf, gleichzeitig aber ein LNG-Terminal innerhalb von einem Dreivierteljahr gebaut wird. So, also wir sehen schon zwischen Wunsch und Wirklichkeit und so weiter, ist da ein Unterschied. Aber das ist schon mal ein Weg in die richtige Richtung, weil wir jetzt gerade all die Verkrustung abräumen, die uns Vorgängerregierung hier raufgepackt haben auf das Thema. Ja, also wie du sagst, ich hätte mir den 100-fachen Wumms, wie es heute so schön heißt, wir übertreffen uns in Wumse, in dem Bereich wäre mehr als angebracht. Also es wäre auch die große Chance letztlich jetzt gewesen, aufgrund der Energiekrise, diesen Wumms in die Erneuerbaren zu bringen. Ja, hoffen wir das Beste, dass noch ein Wumms kommt. Ein Wumms. Und das ist auch ein, Teaser aufs nächste Mal. Ja. Das ist nämlich das letzte Ding. Das hier. Es ist total spannend. Texas ist deswegen spannend, weil man natürlich, wenn man an Texas denkt, denkt man an die Ölbarone und dass sie alle da irgendwie im Boden rumbuddeln und irgendwie Ölquellen und hast nicht gesehen. Jetzt haben die aber in den letzten Jahren war Texas tatsächlich riesig groß im Zubau von Solar. Das ging durch Förderung und durch Vernunft und dadurch, dass man gemerkt hat, hey, wir haben viel Platz und irgendwie viel Sonne, lass mal Solar machen. Jetzt ist es so, dass man, nachdem man ja viele verschiedene Themen wie Geschlechter oder Masken oder Pandemien politisch für sich vereinnahmt hat, hat man auch angefangen, das politisch zu vereinnahmen. Das heißt, man sagt, wer jetzt hier investiert in grüne Energien und so weiter, der ist irgendwie schlecht und so. Und wir aber, die das verurteilen, wir gehören zur wahren amerikanischen Kraft und America First, den ganzen Blödsinn und so weiter. Deswegen fangen wir jetzt an, das irgendwie doof zu finden so und haben das dann auch alles so gemacht und fängt jetzt aber als nächstes auch an, dann tatsächlich das auch in Rechtsakte zu übergeben, dass man irgendwie sagt, okay, wir sagen jetzt irgendwie Fonds, die da jetzt sehr stark reingehen und so weiter, ihr sollt hier nicht mehr so unterwegs sein. Das heißt, das ist jetzt so ein Shift in der Bewegung, was dann einerseits zeigt, die EU sagt, hier soll Geld reinfließen, so, und dann suchen sich natürlich Investoren auf der einen Seite Anbieter, auf der anderen Seite dann irgendwie Geld und so, also kommt da eine ganze Menge so zusammen, so, und wissen dann genau, in einem der größten Märkte und dann hier auch in Texas ist es irgendwie schwierig geworden und da ist irgendwie ein Shift. So, das heißt, wir sind jetzt gerade wirklich an einer ganz interessanten Zeit. Einerseits, sobald wir in den nächsten 1000 Tagen unheimlich viel entscheiden müssen und sehr viel verändern müssen und so weiter, aber eben auch, weil wir merken, dass hier das System sehr wohl sich bedroht fühlt und sich auch ein bisschen so im Endkampf irgendwie sieht. Und deswegen haben wir auch viel mehr Exploration im Bereich Fossile, die jetzt angefangen haben, wieder nach neuen Gasfeldern, neuen Ölfeldern und so weiter zu suchen. Das hat genau was damit zu tun. Man will ja auch so ein bisschen Fakten schaffen. Und auf der anderen Seite fließt jetzt das Geld genau in die andere Richtung. Wovon man Angst hat, ist halt, ich habe jetzt ja wirklich die ganzen Raffinerien und die ganzen Anlagen und so weiter. Wenn die nicht mehr produzieren können und nicht mehr das Geld kriegen zum Produzieren oder um auszubauen und so weiter, dann stehe ich mit diesen Anlagen drum. Wie doof ist das denn? So, das heißt, also jetzt gerade ist eine sehr spannende, so ein bisschen Wild-West-Zeit jetzt gerade. Ja, krass. Also zum einen musste ich daran denken, dass genau ja diese ESG-Investing und so weiter ist ja sozusagen auch der Versuch, mit den Mitteln des bestehenden Systems Dinge zu bewegen. Sozusagen wird das ja auch als Haupthebel gesehen, um Investitionen in Erneuerbare etc. pp. Damit hinzukriegen und die Geldflüsse dahin zu lenken, damit wir transformieren können. Und wenn selbst das in Frage gestellt wird, was ja wiederum ein krasser Eingriff in den Markt wäre, ja, von außen, das ist ja der Witz. Also selbst das wird sozusagen als mögliche Lösung torpediert. Da sollte man wirklich hellhörig werden. Und mich erinnert da auch was an, es gibt ein Video mit Yannis Varoufakis zur Ukraine-Krieg und Krise. Daran musste ich irgendwie denken, und zwar da gesagt, vielleicht im Zusammenhang zumindest dieser Krise, was aber auch für Klimakrise genauso gelten kann, er hat irgendwie gesagt, es könnte passieren, das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn unterschiedliche Kapitalisten mit unterschiedlichen Interessen ihren Kampf ausfechten. Und dadurch, dass wir aber noch zu wenig Lobby und zu wenig Kapital im erneuerbaren Bereich haben, haben wir natürlich weniger Wumms
wie es so schön heißt, wie jetzt die fossilen, alten, tradierten Kapitalisten, die eben Interesse am Status quo haben. Aber es könnte nochmal so eine Art Druck entstehen, wenn moderne oder anders, oder sagen wir so, Kapitalisten mit einem anderen Geschäftsmodell, der eher grüner wäre, sozusagen die anderen in die Schranken versucht zu weisen. Das fand ich nochmal einfach einen interessanten Gedanken. Ich sage jetzt nicht, dass das die Lösung oder und so weiter ist, sondern nochmal eine Komponente, die wir vielleicht alle nicht auf dem Schirm haben, weil für uns sind ja Kapitalisten immer gleich Kapitalisten. Also in einer gewissen Logik ist das klar, aber trotzdem in der Ausformung nochmal vielleicht einen kleinen Unterschied machend. Total. Also das ist ja genau das Problem, wenn man sich so vereinfachte Modelle nach dem Motto Mensch handelt immer zum Eigeninteresse und reagiert in Lichtgeschwindigkeit und immer alle Informationen, die er braucht und so weiter. Wenn man die Modelle so einfach runterdenkt, dann wundert man sich, warum sie in der Realität nicht funktionieren. Und natürlich gibt es da sehr unterschiedliche Leute, die natürlich auch unterschiedliche Interessen, auch unterschiedliche Hintergründe für ihr Handeln haben und so. Und wenn dann erstmal so andere Interessen da aufeinandertreffen, dann entsteht da natürlich auch eine Dynamik. Also zu allem komplett ja. Ich glaube, dass es auch ein Teil der Lösung wäre, das Ganze. Aber 1996. Heute ist es zu langsam, so, ne? Weil halt eben auch an einer anderen Stelle ist ja auch immer eine Frage, wo ist Renditeerwartung? So, an einer einen Stelle habe ich halt eben eine ganz gute Renditeerwartung, bei dem anderen habe ich jetzt erstmal noch ein bisschen Risiko und eine Investmentzeit und so weiter und so fort. So, das heißt also, in diesem ganzen System, da müsste man jetzt sehr viel tun, um das jetzt irgendwie auch so noch zu beatmen. Ich sage nicht, dass das jetzt falsch ist. Ich glaube nur, das ist noch an vielen Stellen zu einfach gedacht. Vor allen Dingen, weil es gibt ja bestimmte Dinge, die erhöhen jetzt gerade den Preis. Beispielsweise ist das jetzt hier gerade eine natürliche Situation, in der Unternehmen anfangen müssten zu sagen, huch, ich war jetzt die ganze Zeit fossil dependent, ich müsste mich jetzt unabhängig machen. Ich habe das total verpennt, ich Idiot. Ich hätte das vor 15 Jahren schon machen sollen, als man mir das schon erzählt hat. Jetzt muss ich es jetzt halt mit aller Gewalt, muss ich es jetzt machen. Machen sie aber nicht, sondern meckern dann so lange Politiker und die Zivilgesellschaft an, bis sie das quasi, dieses Unternehmerrisiko dann geschenkt bekommen, beziehungsweise halt in irgendeiner Form halt irgendwie erlöst bekommen. Also diese transformatorische Kraft, die da drin steckt, die wird dann eben durch einzelne, jetzt Krieg und so, da kann man das auch sehen, dass es irgendwie okay ist. Aber jetzt überlegen wir mal, der CO2-Preis, der auf CO2-Emissionszertifikaten liegt, also Verschmutzungszertifikaten, das du emittieren darfst, der wird ja weiter ansteigen. Den hat man jetzt krisenbedingt mal ein bisschen unten gelassen. Scheiß Signal. Aber ne, der wird ja weiter ansteigen. Das heißt, an irgendeiner Stelle werden Unternehmen dazu kommen, die sagen, oh, jetzt mein Geschäftsmodell aber teuer. Jetzt glauben wir doch nicht ernsthaft, dass das dann jetzt auf einmal dazu führt, dass sie in dem Moment anfangen zu investieren. Ne, die werden wiederum meckern. Und dann wird man sagen, ja, wir müssen jetzt auch irgendwie deutsche Unternehmen entlasten, der Standort Deutschland, und das führt ja zu Nachteilen und so weiter. Ich könnte die ganzen Pressemitteilungen jetzt schon schreiben, die sie dann benutzen. Und das ist eben das Problem. Dieses Denken, dass man einfach nur hier, man muss am Preis was machen und dann entwickelt sich was. Das ist im Modell gedacht natürlich komplett richtig, dass man sagt, der Unternehmer weicht dann aus, weil er höhere Produktionskosten hat und so weiter. Aber das ist halt nicht so gegeben, weil man auch weiß, auf der anderen Stelle ist ein Makler, der bereit ist, auch hier den Schalter nicht wieder umzulegen, aber irgendwie Sachen zu erfinden, warum es dann doch nicht passt. Weil dieses Paradigma, wir müssen hier nur so ein paar Sachen umstellen und dann passiert das von alleine. Dem sehen wir jetzt schon verdammt lange zu, ohne dass irgendwas passiert. So, also, und wir sehen es ja an der Grafik, gerade eben gesehen, passiert da nichts. Geht genau in das Gegenteil. Das heißt, früher oder später wird man sich die Karten legen müssen als Gesellschaft. Wir dürfen auch irgendwie nicht so denken, der Staat, das ist ein gesichtsloser Haufen von Apparatschicks, sondern das ist ja unsere Vertreter, das sind wir. Wir als Gesellschaft müssen uns selber sagen, wollen wir das so weitermachen wie bisher oder wollen wir vielleicht sagen, langsam müssen wir jetzt wirklich umstellen. Momentan überlassen wir das irgendwie Leuten, die das irgendwie alles dürfen und Marktmechanismen. Also ich will damit sagen, wenn wir in der Lage sind, FCKW zu verbieten, dann heißt das jetzt nicht unbedingt, dass wir das anders verbieten müssen. Das heißt aber zumindest, dass man durchaus sich darüber Gedanken machen darf, wie schnell wollen wir denn diesen Pfad einschlagen? So oder wollen wir irgendwie mal gucken, wann das passiert? Ja, und sich überhaupt mal die Frage ernsthaft zu stellen, weil ich meine sogar im heutigen Elias-Fernsehpodcast hat Stefan Schulz auch eine Stunde lang so über diese ganze Thematik auch gesprochen letztendlich. Und er hat ja ein Symptom benannt, dass wir sozusagen immer von einer punktuellen Krise, und das ist jetzt Energiekrise, zur nächsten gehen.
Und wir versuchen sozusagen aber eigentlich immer wieder diesen Status quo wiederherzustellen. Und anstatt darüber nachzudenken, okay, jetzt ist hier wirklich Zeitenwende, und damit hat er es ja auch so benannt, nämlich zu sagen, alle reden von Zeitenwende, ich sehe sie nicht, sondern es ist einfach eine Fortsetzung des Status quo, also oder der Versuch zurückzukommen vom Status quo. Das hat mit Zeitenwende rein gar nichts zu tun, vielleicht noch in Sachen Sicherheitspolitik, aber sicherlich nicht rund um das Thema Freiheitsenergie und welche tollen Begriffe alle fielen im Bundestag rund um diese Rede. Also das sollte man sich immer wieder bewusst machen. Bela Funk hat im Chat nochmal die Frage gestellt zu diesem ganzen Thema. Du hast ja gesagt, neue Wildwestzeit. Er hat geschrieben, müssen wir zugunsten der Umwelt und des Lebensraums also auf eine Landnahme des der etablierten Machthaber hoffen, weil sich sonst nichts oder zu wenig bewegt. Weil er sagt, Wild West bedeutet ja auch immer Landnahmezeit. The claim und so, ja. Ja. Geiles Ding. Ja, das Ding ist, die Frage ist ja, wer ist der Mann mit dem Claim? Also ich will damit jetzt nicht so sehr vorgreifen, aber es gibt so einen zwischenstaatlichen Vertrag, der heißt Energiecharta. Den hat man Ende der oder Mitte der 90er geschlossen, um den Dreh, um nach dem Zerfall der Sowjetunion zu regeln, wenn man jetzt dort Energie aus Russland vertreiben will auf dem Weltmarkt, dann brauchen ja Leute, die da investieren in Anlagen und so weiter, brauchen ja irgendwie Sicherheiten, dass sie sagen, ich bringe jetzt mein Geld dahin, das heißt, ich kriege dann auch was wieder. Sondern da haben dann Staaten dann, also ich vereinfache das jetzt total so, ne, quasi gesagt, okay, gut, wenn du bestimmte Anlagen aufgebaut hast und bestimmte Sachen exploriert hast und so weiter und jetzt kommt ein staatlicher Akteur und schränkt das ein, dann ist der schadensersatzpflichtig und plus Y und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge obendruf dafür, dass du hier ins Risiko gegangen bist, damit überhaupt jemand bereit war, in das Risiko zu gehen. Und das gibt natürlich auch noch andere Länder weltweit, wo auch jetzt staatliche Institutionen nicht besonders stark sind und so weiter. Und wenn du da rein investierst und du verlierst dann da irgendwie deine Anlage oder deine Plattform oder deine Pipeline, dann ist ja doof. So. Und deswegen hat man gesagt, damit ihr das überhaupt macht, dieses Risiko machen wir. So. Das Problem ist, auf diesem Vertrag, und da rupfen sich gerade auch viele Juristen am Kopf, dass man da vielleicht irgendwie rauskommt. Da haben auch wir mit unterschrieben, auch die EU als Wirtschaftsraum, und hat quasi gesagt, jawohl, wenn wir jetzt irgendwie anfangen, hier was abzubauen, da war in Italien gerade der Fall, dann kriegt ihr Geld dafür. Und da ist natürlich jetzt auch ein hohes, weil jetzt ja die Fossilen wissen, das ist irgendwann Ende. Also entweder wird man die irgendwann auszahlen oder man wird irgendwann sagen, ihr seid jetzt alle verstaatlicht, oder man wird irgendwie sagen, okay, wir nehmen jetzt aber den Schlüssel ab, oder übrigens, hier sind 2 Billionen US-Dollar, jetzt seid bitte still. Also irgendwann ist Ende. Und die Frage ist halt dieses, wenn das jetzt nicht so läuft über so, wir enteignen euch ohne Gegenleistung oder ne, keine Ahnung, so, sondern da gibt's Geld am Ende, dann möchte man natürlich auch möglichst viel dafür bekommen, für diese Endauszahlung. Und deswegen lohnt es sich jetzt auch total, möglichst viele Claims abzustecken, um nachher zu sagen, ich habe einen großen entgangenen Gewinn, weil guck mal, ich habe dieses riesen Gasfeld unter dem Yellowstone Park, das kann ich jetzt ja leider nicht mehr ausbeuten. Also lieber Staat, ich hätte jetzt gern 2 Billionen Euro. Oder 2 Billionen Euro. Ah, die hast du nicht. Ah, die hast du nicht. Ah, das ist aber schlecht. Ja, da müssen wir weitermachen. Also das ist das, also dieses von wegen, wer muss denn wem hier Land nehmen? Also ich glaube, wir müssen uns als, und deswegen ist halt diese Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft halt dieses, die versuche ich da immer so ein bisschen halt anders zu machen. Wir müssen uns darüber klar werden, dieses, wie gehen wir zukünftig mit Industrien um, die unsere Lebensgrundlagen in Frage stellen? Ja, und da könnte man ja fast schon sagen, im Kleinen, der Atomausstieg und der Wiedereinstieg und der Wiederausstieg und der Wiedereinstieg, allein das war ja ein saftig-knaftiges Geschäftsmodell der Atombetreiber. Und offenbar versucht man die Nummer jetzt nochmal ein drittes Mal, weil da sind ja wirklich Milliarden geflossen, nur für den Ausstieg und den Wiedereinstieg und den Wiederausstieg und den Einstieg. Und zwar Milliarden an Steuergeldern. Und ich hatte heute auch schon so eine Diskussion auf Twitter, weil irgendwie da ging es um Solarbranche und die Zerstörung, und weil wir jetzt, weil RWE ja als Aktionär Katar als Großaktionär hat oder als größten Aktionär und sie ja irgendwie in den USA Solar irgendwas machen wollen. Und dann kam dann irgendwie, ja, die Solarbranche hätte sich selber gemacht und China hätte sozusagen die Preise gedumpt, wo ich sage, ja, aber warum hat China denn die Preise gedumpt? Einerseits aufgrund der Arbeitsbedingungen und zweitens, weil sie es politisch auch mit voller Kraft forciert haben.
Und dann kann ich nicht sagen, der Staat entzieht sich dieser Verantwortung, weil es der Markt nicht hingekriegt hat. Und am Ende zahlen wir es sowieso, so wie wir jetzt 30 Milliarden und noch viel, viel mehr genau diesen Konzernen in den Rachen schmeißen, damit wir sozusagen die Grundlast aufrechterhalten können, die wir sowieso brauchen. Also für mich gibt es ehrlich gesagt im Bereich Energieversorgung eines Landes überhaupt gar kein Argument mehr, das nicht zu entkoppeln von einer Marktlogik. Das macht gar keinen Sinn, weil es ist de facto längst entkoppelt. Weil ja. wir sozialisieren ja die Verluste und geben die Profite ab. Ja, das genau. Und am Ende ist dann auch mal die Frage, was soll dadurch besser werden? Ne? Also häufig kann ja Privatisierung auch was Gutes sein. Siehe Telekommunikation. Ja. Bei Strom ist es eher so, dass man vorher sagt, okay, wir bieten ein Commodity an, was andere Stadtwerkbetreiber eben ähnlich machen. So viel Innovation ist da jetzt auch nicht wirklich drin, die halt immer so als Vorhalteargument immer gebracht wird, sondern eher andersrum. Der Strom muss täglich, jährlich teurer werden wegen Marktmechanismen und Börsenkursen und so weiter. So, also dadurch schafft man eigentlich einen Wohlstands- oder Wohlfahrtsverlust. Und man hätte vor allen Dingen, hätte man diese ganzen Sachen noch bei sich, also bei uns in unserer Gemeinschaft gehalten, dann könnte man heute auch schneller umsteuern. Ja. Weil dann wäre das ne, relativ wesentlich einfach. Jetzt muss man sich da halt irgendwie ewig rumschlagen da so. Das ist halt irgendwie, wir reden hier davon, das sind ja Stadtwerke auf Steroiden. So, und wir müssen halt irgendwie mal zusehen, ob wir das nicht irgendwie anders organisieren als Gesellschaft. So, ne, das ist halt irgendwie, klar brauchen wir Energie und dass wir überhaupt darüber reden wird, dass wir haben gerade eben gehabt, hier Menschen verhungern und wir haben hier irgendwie Dürren und Kriegsgefahr. So, und irgendwie wenig Zukunft noch über, dass wir darüber noch reden müssen und verhandeln müssen, ist eigentlich Irrsinn par excellence. Und es wird so oder so dazu kommen, so wie es jetzt dazu gekommen ist. Wir zögern es nur raus und machen es noch teurer, als es sein müsste. Das meine ich damit. Also so zu tun, als ob das Unvermeidliche vermeidlich wäre, das ist aus meiner Sicht in dem Bereich Energie vollkommen vorbei. Also wie du sagst, es ist irrsinnig zu sagen, Privatisierung oder Verstaatlichung per se als Lösung zu denken, sondern man muss gucken, wo macht das Sinn und damit auch anfangen, wo macht es eher wenig Sinn oder wo kann man sagen, yo, go with the flow. Und das ist nicht bei Elementen, die aus meiner Sicht in die Daseinsvorsorge reinfallen. Und Daseinsvorsorge ist Energie halt ein ganz wichtiger Punkt. So, dann können wir über Wohnen sprechen und so weiter und so fort. Aber das sind Dinge, die immer gebraucht werden. Wie Gesundheit auch und so weiter. Es macht keinen Sinn, das an Marktlogiken zu koppeln, weil am Ende, wenn es kurz vorm Zusammenbruch, vor dem Kollaps steht, kommt, muss der Staat allein aus der Daseinsvorsorge kommen und es wieder auffangen. Warum nicht gleich? So. Ja, das ist eben auch spannend, jetzt nur so, um das jetzt abzubinden, das ist auch spannend, wenn man in die Geschichte von Erdöl und Stromerzeugung reinguckt und so weiter, also das ist schon so ein Defekt schon in der Anfangsform dieser ganzen Industrie, das ist also ganz spannend. Kommen wir noch drauf, jetzt sind wir mit dieser Rubrik aber fertig, Patrick. Gut. Das heißt, du kannst noch mal wieder den putzen Nibel on the record.